So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. So gut Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich muss euch mal eben was zeigen. Ich habe mir wieder ein paar neue Mods noch runtergeladen. Ich bin jetzt endlich in der Lage, hier an den Gleisen, Sekunde, Assets, ja genau hier, hier Zäune hinzusetzen. Also irgendwelche, zum Beispiel Schallschutzwände oder so. Sowas würde auch gehen, sowas würde auch gehen, sowas würde auch gehen. Finde ich super, super, super cool, da freue ich mich drüber. So. So würde das dann aussehen irgendwie. Letzte Folge haben wir ja angefangen, Holz, was wir hier haben, mit dem Zug hier rüber zu bringen. Dann werden hier Bretter draus gemacht im Sägewerk und jetzt ist der nächste Schritt, das irgendwie mit dieser Werkzeugfabrik zu verbinden und das dann nach Frankfurt zu liefern. So, ich will in dieser Folge auf jeden Fall schaffen, dass Frankfurt die größte Stadt auf unserer Karte wird. Ja, weil wir haben ja einfach die höchste Basiseinwohneranzahl von 300. Das heißt, wir sollten ja ziemlich locker jenseits der 1000 kommen. Mal sehen, ob wir das diese Folge schaffen, das irgendwie zu knacken. Berlin mit 1114 Einwohner und danach kommt Leipzig mit 1078. Mal, mal gucken, ne? Also mit Frankfurt sollte man das an sich easy toppen können. So, und da würde ich jetzt als erstes erstmal eine Verbindung aufbauen zwischen diesem Bahnhof und diesem Bahnhof. Oder wir machen das einfach mit LKWs. Ich glaube, mit LKWs wäre das einfachste. Eine Straße entlang. Das ist okay. Das verbinden wir jetzt einfach hiermit. So, und jetzt müssen wir noch hier eine Straßenverbindung machen. Wir könnten drüber nachdenken, hier auch noch eine Straßenverbindung zu machen, damit das ein bisschen direkter ist, der Weg. Und so hier. Okay, dann würde ich nochmal ganz kurz ein bisschen glätten. Aber das sieht an sich schon ziemlich okay aus. Hier macht es ein bisschen Sinn. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall in Ordnung. So, was ich auch mal überarbeiten will, diese Brücke hier, die gefällt mir überhaupt nicht mehr. Mache ich lieber so eine Verbindung. So, jetzt kann es weitergehen. Und klette das jetzt hier noch ein bisschen. Das gefällt mir dann irgendwie besser als davor. Okay Leute, das hätten wir. Jetzt müssen wir nur noch hier Cargo machen, also LKW und hier LKW. Und dann machen wir hier noch einen Unload-Stop und schon hätten wir Werkzeuge erstmal ready. Wir hätten das jetzt auch mit dem Zug machen können natürlich, aber ich weiß nicht, der Abstand ist so gering. Das passt schon. Und dann können wir nämlich jetzt gleich mit dem nächsten weitermachen, denn man muss es ja nicht mal unnötig in die Länge ziehen hier. Wobei das sowieso nie meine Absicht ist, irgendwas unnötig in die Länge zu ziehen. Dann muss ich nämlich weniger Cuts setzen damit. So gut Leute, das verbinden wir jetzt einfach hiermit. Aber ich hätte ja gerne eine schöne Kurve. Ne, das ist die hässlichste Kurve, die ich hier gebaut habe. Moment, nur so. Das sieht schon deutlich besser aus. So, machen wir jetzt einfach mal hier hin. Werde ich jetzt keine großen Anstalten machen. Und jetzt neue Linie. Von da. Nach da. Und den Unload-Stop müssen wir auch noch machen gleich. Ach ja, was mir gerade einfällt. Wir haben jetzt übelst wie immer geschrieben, ich soll einen Firmensitz bauen. Hauptquartier. Okay. Bauen. Das ist mein Firmensitz. Ja, den würde ich in Leipzig hinsetzen wollen. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ich habe das jetzt noch ganz oft gelesen und aber immer verpeilt, das zu machen. Bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Baue den Firmensitz. Ich habe sogar ein Achievement dafür bekommen. Ist ja der Wahnsinn. Das ist mir ein bisschen groß. Ich bin ja noch gerade dabei, hier nur irgendwie ein paar Gewerbegebäude hin zu platzieren. Wobei, das würde vielleicht sogar gehen. Die hier gefallen mir, glaube ich, ganz gut. Das können wir hier noch hinsetzen. Machen wir einfach mal eine Reihe. Setzen wir einfach mal hier an. So, dann machen wir jetzt hier dieses Hochhaus hin. Ungefähr so. Haut das hin. Warte mal. Das ist eigentlich in Ordnung, ne? Ja, das ist in Ordnung. So, gut, Leute. Wir könnten hier mal noch eben was hinmalen. Maltool. Machen wir einfach Hexagon. Ich stehe da voll auf diese Textur, ey. Irgendwie. So.
Was haben wir denn hier noch alles? Ich habe sogar Ortsschilder. Wie cool. Wartet mal. Sagen wir mal, hier geht Leipzig los. So. Hört Leipzig auf. Aber wie genial. Steht da Berlin? Da steht Berlin. Moment, da geht's eigentlich nach Berlin. Nach Berlin geht jetzt in die Richtung. So. Richtig genial. Oh man, cool. Cool, ich kann hier einen Turm hin platzieren. Sendetürme. Da kommen auch wieder ein Sendeturm hin, oder? Wow, was ist das? Berliner Hauptbahnhof, oder? Das ist der Berliner Hauptbahnhof. Wie cool. Aber viel Spaß da, die Gleise ordentlich durchzusetzen, Leute. Viel Spaß damit. Hauptbahnhof Leipzig, wow, what the fuck. Yo, so sieht er aus. Oh, ich werd bescheuert. Das ist natürlich schon ziemlich abgefahren, das ist jetzt hier. Ja, Leute, aber ich müsste das übelst umändern. Ich würde da jetzt 5 Stunden oder so sitzen, wahrscheinlich, bis ich damit zufrieden wäre, wenn ich überhaupt hinbekomme. Aber, ja, nice, dass es das gibt auf jeden Fall. Feier das gerade. Vielleicht ist das mal was für einen Stream, wo ich das dann irgendwie mache. Kein Plan. Ich müsste dann von Grund auf neu anfangen. Aber wie witzig, dass hier wirklich der Leipziger Hauptbahnhof ist, ne? Finde ich echt cool. Ich will mal nochmal ganz kurz gucken, ob ich das hinkriegen würde, wenn ich das hier auf eine Höhe bringe. Ich will nur sehen, ob man damit schon arbeiten kann, weil das steht in Klammern noch Beta. Ich glaube, wenn, dann müsste ich die Höhe wählen. Die hier. Sieht das jetzt aus? Und jetzt könnte ich hier die Gleise durchführen, ne? Wie funktioniert das mit den Plattformen? Das ist ja das nächste Problem. Das wird ja alles noch nicht benutzt dann von der KI. Wahrscheinlich muss ich hier jetzt... Ich glaube, ich müsste jetzt hier einen Bahnhof reinplatzieren. Mal so hier. Konfigurieren. So, und jetzt würde ich das hier wegmachen. Jetzt würde das aber gehen tatsächlich, Alter. Krass. Ja, du haut dann einfach hier die Plattform rein. Müssen jetzt gleich mal gucken, wie das aussieht. Es kann ja sein, dass das trotzdem scheiße aussieht. Weil die Plattformen haben ja auch Sachen drauf. So, und jetzt gucken wir mal, ob das... Ah, nee. Nee, das haut noch nicht hin. Das haut noch nicht hin, Leute. Das verschiebt sich immer weiter und immer weiter. Schade, ich hätte gedacht, dass man das so vielleicht hinkriegt. Also entweder ich habe einen Denkfehler oder es sind einfach die Abstände noch nicht korrekt. Dass es zumindest auf diese Weise nicht funktioniert, da einen Bahnhof einzubinden, dass der auch wirklich funktioniert, wisst ihr? Solange ist es erstmal nur optische Natur. Das sieht halt schon cool aus. Na, ist ein Leipziger Hauptbahnhof, sieht aber einfach cool aus. Das ist einfach ein scheiß schöner Bahnhof. Das sieht ja in echt auch noch viel schöner aus als jetzt hier. Muss man auch mal so sagen. Aber es kommt schon dem sehr, sehr nahe. Es ist halt wirklich genial schon. Falls ihr wisst, wie es geht, könnt ihr es mir gerne schreiben. Also mich würde es halt echt mal interessieren, weil vielleicht würde ich den irgendwann mal benutzen. Haben wir denn noch mehr solche krassen Teile? Wir haben eine Kirche, Kornspeicher. Wirklich? Der Uni-Riese. Okay, der muss ja... Ey, was ist denn los? Ist der Mod-Ersteller hier zufällig Leipziger oder so? Okay, Moment. Das gibt's doch gar nicht. Eigentlich müsste da ein riesengroßer Platz davor sein. Ich weiß, Leute. Dann machen wir jetzt erstmal so hier. Ich hoffe, das passt. Es passt sogar. Ah, guck mal hier. Das Gebäude kenne ich auch aus City Skylines. Da hatte ich das auch schon als Mod. Dieses Berliner Asset. Ja, cool, ey. Nice. Ja, also der Platz ist von Uni-Riesen. Ah, wir lassen ihn jetzt erstmal da. Das Ding ist ja, ich hätte ihn jetzt auch hier reinbauen können, da wo die ganzen anderen Hochhäuser sind, aber das finde ich bescheuert, weil dann geht er, glaube ich, ein bisschen runter. Oder? Eigentlich nicht, weil er ist halt voll groß, ne? Aber ist egal, ich lasse ihn jetzt da erstmal. Ich mag die Stelle. Ich sag mal, würde ich mehr Zeit investieren jetzt und sagen, ja, ich will es hier richtig, richtig schön haben und hier ein paar Stunden investieren in den Bahnhof. Vielleicht mache ich das ja irgendwann nochmal. Dann würde ich das wahrscheinlich anders gestalten. Aber jo, passt das mal. Auf jeden Fall sehr schön zu sehen, was hier mit Mods alles geht. Ne? Das ist wirklich genial. Das ist wirklich genial. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendein Mod-Ersteller Leipziger ist.
So, gut, Leute, jetzt lasst aber mal weitermachen hier. Ich lasse mich ja die ganze Zeit ablenken. Aber genial. Find's gut. Ich denke, das ist eine gute Ablenkung. Die kann man ruhig mal machen. Oder davon darf man sich ruhig mal ablenken lassen. So, ich würde jetzt gerne erstmal Frankfurt jetzt hier das fertigstellen, dass er endlich hier Werkzeug hingeht. Also, wir brauchen noch einen LKW-Unload-Stop. Das machen wir mal eben. Ungefähr hier hin. So. Machen wir erstmal 4 Stück. Linie zuweisen. Frankfurt Bretterwerkzeug. So, das hätten wir. Dann noch mehr Fahrzeuge kaufen und jetzt gerne alle Güter. Genau. Machen wir 3 Stück. Die Linie ist ein bisschen kürzer jetzt nochmal. Frankfurt Werkzeug, Frankfurt. Genau. So, okay. Jetzt Rate checken. Bitte nur, was sichtbar ist. 440 haben wir hier. Das ist perfekt. Besser geht's nicht. Und hier haben wir 336. Okay, dann würde ich mal einen kopieren und dann haben wir es hier auch. So, jetzt muss man hier auch 450. Okay, das passt easy. Alles klar, Leute. Dann kann der Transport jetzt losgehen. Beziehungsweise haben wir das abgeschlossen mit Werkzeug. Und der nächste Schritt wäre jetzt Baumaterialien. So, und da werden wir auch wieder mit bestehendem Zuggleis arbeiten. Wir könnten sogar überlegen, dass wir das auch hier abladen. Ist ja verbunden hiermit. Und dann bringen wir das auch mit dem LKW einfach hier direkt nach Frankfurt rüber. Das finde ich gar nicht so uncool. Kann man gerne machen. So, jetzt muss man ganz kurz mal schauen. Den Steinbruch, den haben wir hier oben irgendwo. Da. Und wir können das hier weiterverarbeiten in Leipzig. So. Also hätte ich nie gedacht, Leute, dass Transport Fever irgendwann mal so krass in die Richtung geht, dass man hier wirklich voll auf schön bauen machen kann. Ne? Also da kann man noch viel Zeit investieren, wenn es einem darum geht. Ah, ich denke, sowas würde ich dann auch gerne einfach mal im Stream machen oder so. Mal schauen. Übrigens, für die, die es nicht wissen oder so, weil sind jetzt auch ein, zwei neue Zuschauer dazu gekommen durch Transport Fever. Link ganz oben in der Videobeschreibung kommt ihr auf meinen Livestream. Es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, auch wenn es dann auf YouTube vielleicht dann erstmal nicht mehr weitergeht hier mit Transport Fever, weil wir ja fertig sind, dass ich zumindest auf Twitch dann einfach noch ein bisschen Transport Fever streamen werde. Machen wir so hier. Ja. Hier können wir ja noch ein bisschen kletten gleich, das ist ja kein Problem. So, gut, Leute, jetzt müssen wir diesen Bahnhof hier irgendwie hier mit anbinden. Wir könnten jetzt auch wieder sagen, also mit dem Steinbruch, wir können sagen, wir bringen mit den LKW das jetzt hier rüber, zu dem Bahnhof. Oder wir ziehen jetzt doch einfach mal ein Gleis durch, ey. Ja, komm, ey, scheiß drauf, machen wir jetzt hier noch einen Bahnhof hin. Wir müssen nur hier noch eine Weiche hinsetzen, dann hat sich die Sache. So. Passt. Okay, dann müssen wir eigentlich nicht machen. Jetzt müssen wir das nur noch hier mit verbinden. So, ich, wartet mal, ich schau mal eben, weil ich habe nämlich auch noch ein paar Züge runtergeladen. Haben wir jetzt eine neue E-Lok, die ich vielleicht noch nicht kenne? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ah nee, die stehen einfach nebeneinander. Oh, was habe ich denn hier? Deutsche Bahnbaureihe. Ab 1987. Die würde ich ja gerne mal ausprobieren. Die sehen lustig aus. Habe ich elektrisch was Neues? Also ich habe neue Sachen, aber... Kamel. Also witzig, ey. Wir hießen wirklich alle nach Tieren. Krokodil, Kamel. Eumel. Okay. Oh, guck mal hier. Die sieht auch schön aus. Also das ziehen wir jetzt erstmal schön parallel am Bahnhof lang. Einfach, weil es schön aussieht. Und dann geht das jetzt hier weiter und irgendwie den Berg entlang. Das heißt, wir können jetzt hier gleich eine Brücke rüberbauen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das machen wir mal eben. So hier. Und dann wollen wir aber langsam mal runter hier. Nicht weiter nach oben. Das ist eins zu niedrig gewesen. Ich habe übrigens jetzt hier auch Brücken. Ui. Also so alte Brücken, wo die Züge aber schneller fahren können als 90 km pro Stunde. Ja, machen wir so hier. Bam. Bitte nach unten. Akzeptieren. Und jetzt die auf dem Boden. Auf
den Boden der Tatsachen bitte wieder zurück, ohne Tunnel zu machen. So, gut, Leute, dann bauen wir jetzt hier einfach irgendwo den Bahnhof hin. Das mal akzeptieren. Dann mal hier eben noch ein bisschen Terraforming machen. Oh shit, jetzt habe ich ja Tunnel gemacht. Mist, ich muss die Brücke eben machen. So, akzeptieren. Bam. Jetzt hier noch ein bisschen glätten und schon sieht das ganz okay aus. Sag ich jedes Mal, ne? Ich halt so. Weil die Klippen gefallen mir eigentlich. Ich glaube, ich lasse das sogar hier so. So, Leute. Was ich jetzt mal eben ausprobieren will, ist, wie das aussehen würde, wenn ich hier... Ich habe da jetzt extra hier so einen Höhenunterschied, ne? Ich jetzt hier auch mit Klippe arbeite und dann neben der Straße. Gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass das gut aussieht. So, damit kann ich jetzt erstmal wirklich leben. Nice, das ist ja nochmal richtig schön geworden. Jetzt hier die Strecke bis hier hin. Okay, cool, dann verbinden wir das jetzt mal, beziehungsweise machen jetzt hier mal einen Bahnhof hin und dann starten wir die Strecke. So. Okay, bam. Müsste das so passen? Ja, easy, oder? Ja, easy. So, gut, das hätten wir. Das ist, ich wiederhole mich jetzt, aber das ist schöner als erwartet jetzt noch hier geworden. Gerade mit der Straße daneben. So, hier hätten wir jetzt alles. Das können wir jetzt schon mal hiermit verbinden. Das Ding ist aber, wir wollen ja auch die Baumatze jetzt noch nach Frankfurt rüberbringen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir das machen wollen. Ich glaube, das Schlauste wäre dieses Gleis hier. Verbindet sich mit diesem Gleis und schon hätten wir es. Das ist doch die Route nach Frankfurt. Nee, es ist nach Leipzig, verdammt. Einfach dieses Gleis hier. Wir müssen das hier mit verbinden. Das hier geht nach Frankfurt. Dieses Gleis hier. So, und schon hätten wir eine Verbindung. Dann hätten wir hier aber lieber gerne zwei Gleise, hm? So, der kommt jetzt hier auch noch rechtzeitig rüber, glaube ich. Auf das Gleis hier und dann kommt er auf das Gleis. Okay, alles klar. Dann noch hier schnell Signal. Ach, nehmen wir einfach mal das jetzt hier, was soll's. Ich glaube, das ist einfach nur optischer Natur. Die sehen aber echt cooler aus, oder? Das sind die Standarddinger hier. Das sieht wirklich deutlich besser aus. So gut, jetzt können wir schon mal die Linien erstellen. Und dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Ah nee, halt, Sekunde, wir haben doch gar keinen Bahnhof in Frankfurt. Ah ja, stimmt, wir wollten das nur hier hinbringen, ne? Und dann mit einem LKW abholen direkt. Da muss ich aber mal eben den Bahnhof hier ausbauen. Weil dann brauchen wir hier idealerweise noch ein Gleis, wo der Zug liefern kann. So. Das ist jetzt einfach schön parallel zu dem Gleis erstmal. Es geht mir ja echt ein bisschen steil runter. Moment. So ist deutlich besser. Akzeptieren. Bam. Das sieht auf jeden Fall besser aus als davor. So, ein bisschen glätten. So, und genau genommen brauchen wir eigentlich nur hier noch einen Unload-Stop. Dann hätten wir das. Gebäude. Unload-Stop. So, Baumatz. Die haben wir hier alle. Machen wir den Unload-Stop mal ungefähr hier hin. Dann haben wir erstmal alles abgedeckt. So, gut, Leute. Alles klar. Können wir loslegen, jetzt Linien erstellen. Wir fangen mal an, wo es auch wirklich anfängt. Und zwar hier. So, wir bringen Steine zu diesem Bahnhof hier. Nee, bringen wir nicht. Sondern zu diesem Bahnhof hier. Das funktioniert. Das funktioniert. Wunderbar. Von hier nach hier. Falsches Gleis. Können wir aber... Ah nee, ist noch nicht verbunden, deswegen. Von da nach da. So. Und jetzt Terminal 1, bitte. Frankfurt bauen wir zu Frankfurt Terminal 1. Funktioniert. Fährt doch doppelgleisig. Ach du Scheiße. Also jetzt sind ja wirklich ein paar viele Linien. Ich kann ja mal machen, dass man nur... Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Linien haben wir jetzt hier drauf. Oh je, Mini. Oh je, Mini.
Wisst ihr was, Leute? Wir holen jetzt einfach für. Ah, ich habe eine Idee. Wir haben ja zwei Zugstrecken. Für die eine hier fährt ja kein Zug. Hier holen wir langsam eine Lok, die wir noch nicht kennen. Oder eine andere Variation. Und hier holen wir einfach eine schnelle, normale, irgendwie, die mindestens 120 plus schafft, würde ich vorschlagen. Ich bin dafür, dass wir den Eumelblut-Orange nehmen. Oh, bin ich ja dafür. Lass den mal nehmen. Hier, die kleinen süßen Waggons hier. Moment, die können doch den nehmen. Wir mischen die mal ein bisschen. Die schaffen ja alle 80 Kilometer pro Stunde. Das passt ja. Hoffentlich sind die Ingame nicht so weit auseinander. Bremse raus. Ich habe keine Ahnung, wo das hin muss. Muss das hinten hin? Ich habe keinen Plan. Einfach mal irgendwo. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wo ein Kalkkübelwagen mit Bremsehaus hin muss, von der Anordnung her. So, den würde ich auch noch nehmen. Mischen das einfach ein bisschen. Den machen wir hier nochmal mit Bremsehaus. So, jetzt haben wir eine Kapazität 156. Wir kaufen das Ding jetzt einfach. Dann Linie zuweisen. Steinbaumatt. Didüm. Und wir haben ein Problem. Was ist denn los? Das ist das gute Stück. Oh nein, das hat keinen Sound. Hey, du machst ja gar keine Sounds. Ah, jetzt. Juhu, es macht Sounds. Cool. So, aber wir müssen mal gucken. Ich denke, das Problem wird aber einfach sein, dass hier irgendwo kein Strom ist. Hier wahrscheinlich, ja. Juhu, Problem gelöst. So, kann weitergehen. Cool, wie das Flugzeug hier gerade landet. Die sind süß. Ich mag die Lok. Könnte schon sein, oder? Dass das hinten hin muss? Ich weiß es nicht. Gleich mal gucken, was wir hier für eine Rate haben. Das ist ein bisschen wenig. Kapazität habe ich jetzt 456 gemacht. Warte mal, ist denn ausgezeichnet oder so? Da ist sogar noch ausgezeichnet. Ich habe jetzt drei Loks vorne dran. Ja, machen wir einfach mal. 311 Meter ist er nur lang, das geht sogar noch. So, ersetzen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die falschen hier geholt. Ah ne, das passt. Und zwar hier ein anderes Symbol, ein Logo. So. Ja, hier, das ist auch noch nicht 100% optimal von der Höhe her. Erfülle die Güterbedürfnisse aller Städte. Ja, wieso kriege ich denn das erst jetzt? Hatte ich doch davor schon gemacht, oder? Interessant auf jeden Fall. Na gut, warum nicht? Und jetzt brauchen wir noch einen Zug von Baumatz, Leipzig, nach Frankfurt. Alles klar, nehmen wir einfach mal den hier. Auch wenn wieder Oberleitung ist, aber wir wollen ja auch die Züge mal ein bisschen ausprobieren. So, kaufen. Frankfurt Baumatz für Frankfurt Zug. So. Tuk, 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 tuk. So, das wird aber auf keinen Fall ausreichen. Wahrscheinlich müssen wir gleich noch eine zweite holen, könnte ich mir vorstellen. Können auch sagen, dass wir dann die in eine elektrische umtauschen. Das muss ich jetzt einfach nochmal kurz anschauen. Das ist echt ganz schön am Tuckern, das Teil. So, ich check mal eben die Linie. Das ist Frankfurt, Baumarkt vor Frankfurt. Rate 350. Das haut schon fast hin. Okay, alles klar. Wahrscheinlich würde ich die dann einfach ersetzen mit der elektrischen. Und dann nochmal ein, zwei Waggons hinzufügen und dann passt das. So. Ja. IC-Wenden.
sich eingependelt hat, wieder alles super. Ich finde das cool, dass wir das so von Leipzig aus alles dirigiert bekommen, also die Züge zuteilen können und so. Finde ich spitze. Dass das alles so gut klappt. Dass man mal einen Zug zurückschicken muss oder so, ist jetzt nicht so wild. Das gefällt mir noch nicht hier. Scheiße. Ah! Okay, wenn ihr keine Sounds habt, einfach rauszoomen, reinzoomen mehrmals. Dann irgendwann geht's. Der lädt wahrscheinlich die Sounds dann separat nochmal nach. Macht ja irgendwie Sinn. Jetzt muss auf jeden Fall noch gepatcht werden. Die Brücke ist auch schön. Auch so schön hier oben. Gefällt mir. So, gut Leute, dann geht jetzt endlich die Baumarktproduktion ordentlich los für Frankfurt. Und dann sollte Frankfurt ansatzweise schon 1000 Einwohner haben, obwohl wir noch keine Zugverbindungen haben, was Passagiere angeht. Okay. So schade, dass der keinen Sound macht. Der ist gerade auf Mute. Ich glaube, das würden sich echt einige Anwohner wünschen, oder? Dass Züge so eine Lautstärke hätten? Also, irgendwie ziemlich nah an einem Gleisbett wohnt oder so, wäre das ganz geil. So. Alles klar. Und dann kann die Produktion jetzt endlich losgehen. Nice, nice, nice. Da ist er. Er ist vollgeladen. 300 Tonnen Baumaterial dabei. Nice. Okay, oje, ich ahne Schlimmes. Haben wir jetzt hier ein Problem? Die behindern sich gegenseitig. Auch wenn hier keine Meldung kommt, hier wird nichts mehr vorangehen. Ich habe aber eine Idee, wir müssen nur dafür sorgen, dass der schon hier abbiegen kann irgendwie. So, jetzt machen wir ein Stück wieder weg. Nein. So, aber das nächste Mal dürfte das nicht nochmal passieren. Na, dann kann er einfach hier schon quasi abbiegen. Ist ja auch schon so eingezeichnet jetzt hier. Dann sollte das passen. Merkt auch, dass die zwei Loks ganz schön überfordert sind. Ja, ist ja nur mittelmäßig, die Auslastung. So richtig vorankommen die hier nicht. Da braucht man einen leistungsstärkeren Zug. So. Aber wir konnten uns die Lok wenigstens mal anschauen. Was hier los ist, ey. Oh nein. Jidung! Die erste Lieferung. Baumat. So, jetzt habt ihr hier ordentlich zu tun, meine lieben LKWs. Und ersetzen. Also rein von der Soundkulisse her schon etwas angenehmer. So, und der eine. So, und die eine Lok zieht auch deutlich besser. Als diese zwei Dieselloks davor. Die Kapazität habe ich jetzt nochmal um 40 Tonnen erhöht. Genauso ist die Lok besser. Davor hatten wir eine Rate von 350 oder 60. Das heißt, die Rate müsste jetzt ungefähr 400 sein, wenn das einmal angelaufen ist. Das müsste jetzt passen eigentlich. So. Man könnte hier vielleicht noch über Signale überlegen, hier und da, ne? Dass es noch ein bisschen besser flutscht. Es ist auch gerade einfach fucking viel los hier, ey. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich noch mehr Signale will. Eigentlich schon ganz gut. So.
plus 50% sind wir schon, 740 Einwohner. Und wir haben noch keine Passagierverbindung. Und das macht richtig viel aus. Ich kann das mal in Leipzig zeigen. Da haben wir plus 180% durch Passagiere bzw. auch Privatverkehr. Ja? So gut, Leute. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr über einen Daumen freuen. Support ist immer hilfreich, ihr kennt das. Und ja, dann bis zur nächsten Folge dann. Ne? Macht's gut. Tschüssi.